Hallo alle zusammen, und zwar wollte ich euch ganz gerne einmal zeigen, wo ihr den Echo AH81 finden könnt. Ich habe das vorhin als Frage bei YouTube bekommen, und ja, wir machen einfach mal ein kurzes Video dazu. Und zwar ist es eigentlich relativ simpel. Ihr müsst die komplette Story einmal durchgespielt haben. Ansonsten ist das nicht möglich, dass ihr diesen Echo bekommt, weil das der allerletzte Boss ist. Wenn ihr den ganz am Ende besiegt habt, schaltet ihr ihn frei. Könnt dort einfach nur hinporten. Und ja, ich würde sagen, wir machen den jetzt einmal zusammen. Geht ja eigentlich relativ flott. Okay, let's go. Also ihr bekommt diesen Echo genau hier. Eigentlich relativ easy zu finden, wenn man weiß, wo, ist klar. Wenn man weiß, wo man suchen muss, dann ist es relativ einfach. Ich hoffe, es kommt jetzt natürlich auch ein Echo, das wäre optimal. Dann kann ich es euch direkt auch zeigen, dass man hier auch wirklich was bekommt. Aber da hat gar nicht funktioniert. Komisch. Okay. Okay. Und da seht ihr, den Echo ist relativ einfach, habe ich ja schon gesagt, wenn man weiß wo. Und da ist sie schon. Das ist unser Echo H81. Ach, ich kann das hier nicht. Lad mal hier eine GM auf. Okay. Darf ich diese Woche definitiv nicht Level 50 werden. Dementsprechend muss ich die eh machen. So, wir gehen hier einmal raus. Könnt ihr auch so oft machen, wie ihr wollt. Ihr müsst das nicht unbedingt einsammeln. Geht raus, geht wieder rein, geht raus, geht wieder rein. Hier gibt es gar keine Respawn-Zeit. Wenn wir jetzt wieder reingehen, ist sie wieder da. So. Ihr müsst auch nicht jedes Mal looten. Ihr könnt sie in der Woche machen, wie viel ihr wollt. Nicht nur die dreimal. Ganz wichtig. Okay, dann gehen wir einfach mal auf die Datenbank. Ich hoffe, ich finde sie jetzt relativ fix. Okay. Ihr könnt ja mal sehen, was ich noch nicht gefarmt habe. So, und das ist der Echo A81. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.